Japan ist einer der Vorreiter im erdbebensicheren Bauen. Selbst nachträglich gibt es hier Lösungen. Der historische Tokioter Bahnhof wurde in seiner gesamten Länge nachträglich auf mächtige Gummistahlpuffer gestellt. Und doch, die größte Stadt der Welt ist sehr verwundbar. In der Megametropole, die nie zur Ruhe kommt, leben über 35 Millionen Menschen auf engstem Raum in einem genau getakteten System. Damit dieses System nicht aus dem Tritt kommt, wurde in Kobe der weltgrößte Erdbebensimulator der Welt gebaut, E-Defense. Mehrgeschossige Gebäude können hier unter kontrollierten Bedingungen durchgeschüttelt werden. Was dabei an Erkenntnissen gewonnen wird, ist mitunter erschreckend. Denn selbst wenn das Gebäude standhält, kann die Inneneinrichtung zur tödlichen Falle werden. Wie stark ein Gebäude in Schwingung gerät, hängt jedoch nicht nur von der Stärke des Bebens ab, sondern auch vom Boden, auf dem das Gebäude steht. Große Teile von Tokio sind auf der Asche des Fuji gebaut. Ein Baugrund, der Schwingungen besonders gut überträgt. Wenn man dazu Berechnungen anstellt, können lange Wellen Schwingungen mit einer Amplitude von bis zu 5 Metern auf beiden Seiten auslösen und dazu führen, dass schwere Gegenstände in den Wohnungen die Mauern zerstören. Aber solche hohen Gebäude waren noch nie von einem solch schweren Beben betroffen. Es stehen zwar auf der ganzen Welt, auch in Shanghai und New York, solche Skyscraper, aber man hat bisher keine Aufzeichnungen eines derart starken Bebens machen können. Die Gefahren für Tokio sind beträchtlich. Es gab sogar Pläne, die Hauptstadt komplett zu verlegen. Sie wurden aber wegen der enormen Kosten und logistischen Probleme verworfen. Japan setzt wie so oft auf Technik und schnelles Reagieren. Das ganze Land ist von einem Netz von über 1000 Seismographen überzogen. Im Fall eines Erdbebens werden die schnelleren Primärwellen von den Detektoren registriert. Augenblicklich tritt ein automatisches Sicherheitssystem in Kraft. Ampeln werden auf Rot geschaltet, der gesamte Verkehr gestoppt, um zusätzliche Unfälle im Bebenchaos zu vermeiden. Auch die Aufzüge der Hochhäuser bleiben automatisch stehen. Nur wenige Minuten später kommen die Sekundärwellen. Langsamer, aber mit viel größerer Zerstörungskraft schwingen sie senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Panik vermeiden und möglichst geordnet evakuieren. Diese Fähigkeiten werden immer wieder trainiert. Wenn das Signal der Primärwelle kommt, muss jeder wissen, was zu tun ist. Bei großen Übungen sind sämtliche Interventionskräfte im Einsatz. In den Innenräumen warten die Angestellten die Dauer der ersten Bebenwelle ab. Während die Feuerwehr zum Evakuieren und Löschen eines brennenden Gebäudes anrückt, verlassen die Angestellten ihre Büros und verteilen sich je nach Aufgabe. Aus der Luft werden die Übungen beobachtet und später analysiert. Erste Hilfe und Verbandsübungen gehören genauso dazu wie die Ausgabe von Wasser und Notrationen. Die Menschen gehen mit großer Ernsthaftigkeit vor, denn spätestens das Beben 2011 hat sie daran erinnert, dass sie auf einem Pulverfass leben. Wie jedes Jahr läuft die Übung reibungslos und mit der für Japan typischen Effizienz ab. Jeder wird gerettet und die Feuer sicher gelöscht. Wie wirksam diese Übungen wirklich sind, wird sich im Ernstfall beweisen müssen. Werden die Menschen wirklich so besonnen reagieren und reichen die Maßnahmen aus?